zu hören. Mann, ist das auch weit. Also, die haben schon Fotos gemacht. Das sind halt immer noch ein Foto von euch beide zusammen. Und die hast du gerade auf dem Weg runterlassen. Also, insofern sind wir ja auch schon durch. Frauke, ganz kurz zu dir. Von dir möchte ich auch noch ganz gern wissen. Das Geburtsdatum. Oh. Ah. 14.01.58, also ganz neu in der Gruppe 50 plus. Geburtsort? Kam in der Oberpfalz. Beruf? Ja, eigentlich Schriftsteller, aber früher Chemiker. Das ist ja eigentlich in der Klinik zu schreiben, oder? Ja, die Leute fragen mich immer, warum ich nicht Giftmorde mache, aber das ist nicht daran, dass ich zu gut nachweisen kann, also die verschiedenen Gifte und wie man leicht man die Körper findet. Und so Morde ich nicht, sonst eigentlich anders. Dein Familienstand? Verheiratet, eine Tochter. Der Wohnort? Kennt kein Mensch, Emmerting, in der Nähe von Altötting, hat auch mit der Theke zu tun, das kennt man wahrscheinlich auch die meisten. Wann begann deine kriminelle Laufbahn? Meine kriminelle Laufbahn ungefähr ja, im Jahr 2000. Denke ich, habe ich angefangen, meinen ersten Roman zu schreiben, Arbeitslos. Der ist dann 2002 erschienen. Mhm. Und die Leichen, die mittlerweile auf deinem Konto sind, schon einige. Ich habe auch wieder zu zählen. Ich habe auch wieder zu zählen, ja. Also, du bist lebenslänglich verheiratet, oder? Mehrfach. Was hast du dann zu deiner Verteidigung zu sagen? Kann ich bitte meinen Anwalt sprechen? Schauen wir mal. Ansonsten geht es bei dir eben halt auch ein bisschen um Kirche oder viel um Kirche und spielt in Ravenna. Das Buch heißt Vergeltet, wie auch sie vergalten. Ich habe gerade geworfen, ist das denn? Vergeltet. Auch ihr, wenn wir auch sie vergalten. Aber ich denke, du wirst gleich ein bisschen mehr erklären, warum es dieser Titel gewählt wurde. Ja, ja. Brauchst du das? Das kann ich machen, genau. Und zwar ist es ein Buch, in dem es um eine brutale Mordserie in einem Benediktinerkloster geht. Und der Spruch vergeltet, wie auch sie vergalten, ist ein leicht abgewandelter Titelspruch. Und es ist der Leitspruch der Trägerin. Und du hast auch noch nebenbei. Hast du auch noch ein bisschen? Ja, ich habe meinen technischen Assistenten mitgebracht, das ist mein Mann, und der zeigt mir dabei ein paar Fotos von dem. Ja, es sind natürlich nicht die echten Tatorte. Aus rechtlichen Gründen ist auch das Benediktinerkloster im Buch fiktiv, aber es sind einfach dann Orte, an denen das Ganze hätte passiert sein können, damit man ein bisschen mehr die Atmosphäre, sich ein bisschen mehr in die Atmosphäre hineinversetzen kann. Also hast du es schon ein bisschen auch noch mehr Leichen dann aufmerksam gemacht? Oder bleibt es bei der einen? Nein. Nein, es bleibt garantiert nicht bei einer. Also der Täter setzt seine Buch natürlich um und die Autorin hat ein gleiches getan. Es gibt also noch mehr Leichen, auch für alle an einem Abend zu werden. Du wohnst in der Nähe von Altötting. Hat da irgendwo ein Stück weit die Beziehung zu dieser ganzen Kirchengeschichte oder dass du irgendwie ja diese Kirchenmotive zum Anlass genommen hast, dieses Buch zu schreiben oder hat dich da irgendwas ganz Besonderes zu motiviert? Also es war eigentlich ein Sachbuch, das mich motiviert hat zu der Geschichte. Ich kann allerdings jetzt nicht sagen, worüber, weil sonst weiß man, bei uns ist das eigentlich geht. Aber es war ursprünglich ein Sachbuch, aber Aveleen war insofern günstig, weil es dort öfter mal einen Klostermarkt gibt und auf diesem Klostermarkt kann man sehr viel über die Benediktiner erfahren oder über andere Orte, wenn man es will. Und die Möglichkeit habe ich auch sehr reichlich genutzt. Warum denn ausgerechnet Benediktiner? Ja, das war so, also ich habe mir auch was überlegt, man hätte das Ganze sowohl mit Priestern als auch mit Mönchen schreiben können. Mönche boten sich deswegen an, weil sie abgeschlossener leben. Ein einsames Kloster ist im Krimi oft günstiger als Priester, wie bei der ganzen Stadt verstreut lebt. Und dann habe ich mich halt umgeschaut, was es für Orte gibt. Bei uns wäre es die Kapuziner und die Zisterzienser. Aber ich habe dann festgestellt, die Benediktiner haben einen Vorteil. Bei den Benediktinern wirtschaftet jedes Kloster für sich allein. Jeder Abt kann die Regeln des Klosters innerhalb eines gewissen Rahmens natürlich, aber doch sehr weit gesteckt, selbst bestimmen. Da muss ich zwar immer an die Vorgaben des Heiligen Benedikt von Lucia halten, aber im Prinzip ist er quasi sein eigener Herr in seinem Kloster. Und das in weitaus größerem Maß als in anderen Orden. Und das muss ich für das Jugend aus bestimmten Gründen anders zu uns gefallen. Wir verletzen uns logischerweise nicht, weil die Leute möchten ja logischerweise ein bisschen Spannung haben, wenn sie ein Buch lesen.
Das ist dein fünfter Roman. Ja. Die aber, wenn du vielleicht ein bisschen darüber erzählen möchtest, dadurch nicht aufeinander aufbauen oder einen durchgehenden Kommissar haben, sondern du hast hier was eine bestimmte Thematik immer als Hintergrund gewählt für deinen Roman. Ja, das ist wichtig. Ich habe nur zwei Bücher geschrieben, die aufeinander aufbauen. Das sind das toskanische Schattenspiel und die dunkle Wasser von Ballon. Da verwende ich dasselbe. Ermittlerteam sind allerdings Hobbyermittler. In Atemlos, dem ersten Buch, das ist ganz unabhängig davon. Und auch Donaufeuer, das dritte, ist wieder mit ganz anderen Figuren. Und ich habe jetzt diese Kommissario-Figur eingeführt, weil ich damit eigentlich eine Reihe aufbauen möchte, dann auf lange Sicht. Also die italienische Linie, die möchte ich jetzt mehr oder weniger ein bisschen ausbauen. Also der wird uns wieder begegnen. Ja, der soll den Leuten wieder begegnen. Und ich freue mich auch schon darauf, wieder mit ihm zu arbeiten. Verselbstständigt sich eigentlich eine Figur, wenn du ihn anfängst und sagst, okay, ich habe eigentlich im Grunde noch schon im Kopf, dass er mir nochmal im nächsten Roman begegnen soll. Entwickelt er wirklich ein Eigenleben, wie es manchmal so bei Autoren heißt, oder hast du eben eine ganz schöne Linie gegeben? Also ich denke, es hängt vielleicht vom Autor ab, bei dem einen mag es so, bei dem anderen nicht. Bei mir ist es so, ich brauche ungefähr anderthalb bis zwei Jahre pro Buch und in der Zeit entwickelt jede Figur ein gewisses Eigenleben, weil man am Anfang noch nicht alles im Kopf hat. Innerhalb von eineinhalb bis zwei Jahren bekommt man viele neue Ideen und die werden dann natürlich mit in die Geschichte eingebaut und manche Figuren ändern dann auch ein bisschen ihren Charakter im Laufe der Geschichte, weil sie das so erlebt hat und man muss es dann wieder umarbeiten, damit es konsistent bleibt natürlich. Aber es entwickelt schon ein Eigenleben alles, der eigene Name. Aber es ist schon ein Folgeroman, also geht es da auch um Kirche oder geht es da um eine andere? Nein, da geht es gar nicht mehr um Kirche, sondern geht es da um eine ganz andere Problematik, aber eben mit denselben Hauptfiguren soll es werden. Ich habe gerade erst angefangen, also viel kann ich da eben noch nicht zu sagen. Genau, nur eine letzte Frage an dich. Du bist zum Beruf Chemikerin. Trotzdem, wie kommt man aber zu einem Kriminalroman zu schreiben? Wie hat sich das irgendwie entwickelt bei dir? Also ich muss dazu sagen, geschrieben habe ich schon seit 13 Jahren. Ich bin also bevor ich Chemiker geworden bin. Allerdings waren die Geschichten damals wahrscheinlich gerade schlecht. Ich weiß es leider nicht mehr, ich habe sie verbrannt mittlerweile. Aber es ist so, die Chemie und der Krimi haben relativ viel gemeinsam. Weil auch bei chemischen Experimenten ist es oft nicht von vornherein sicher, was dabei herauskommt. Und man muss dann in mühsamer Kleinarbeit herausfinden, was ist eigentlich bei dem Versuch schiefgegangen. Und so ähnlich ist es auch, dass man eben das analytische Krimi drinnen hat. Und vielleicht gibt mir deswegen eben auch die Genre dann mit der Analytik. Dann danke ich dir erstmal ganz herzlich.